Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier im Heidepark unterwegs und zwar zur Halloween-Zeit. Im Halloween waren wir noch nie hier im Heidepark und ich freue mich, weil uns erwarten nämlich bis zu 3 Maces hier und die schauen wir uns doch mal gemeinsam an. Zu Halloween gibt es einen ganz bestimmten Parkplan, hier passend zum Thema. Und hier haben wir auf jeden Fall eigentlich schon die meisten Informationen. Und zwar gibt es hier einmal Halloween für Kleinen und Halloween für die Großen. Wir haben hier einmal für die Kinder einen Zauberwald, dann die süße Sonst gibt Saures Rally und trifft Pepper und George im Halloween-Kostüm. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Und dann haben wir hier die ein oder andere Maze zu sehen und es gibt sogar einen Mittelaltermarkt. Ich bin gespannt. Wir stehen jetzt hier gerade vor dem Zauberwald. Das ist in der Nähe vom Splash Battle und den schauen wir uns als erstes jetzt mal an. Ein magisches Problem hier und wir kommen einfach nicht weiter. Glaubt ihr, dass ihr uns dabei helfen könnt? Ja! Die Klänge hin, wo sind die Stimmen hin? Wer hat uns die Musik geklaut? Wo sind die Klänge hin? Zurück, gib die Magie zurück in unseren Zauberwald zurück. Nee, Fräulein. Ach, die kommen aber da drauf. So, schlimm mit mir, wie vergesslich ich bin. Ja, das liegt daran, dass ich hier ganz alleine bin. Ja, alle Arbeit, die mache ich. Die Kürbisse pflanzen, die Kartoffeln raus, dann schnitzen. Oh. Abracadabra, Hex, Hex! Wir kommen gerade vom Zauberwald, das ist eine Art Stationstheater. Das heißt, man läuft ein kleines Stück, dann setzt man sich wieder hin, hat eine Geschichte, läuft weiter und immer so weiter. Das sind genau 3 Stationen. Und zwar geht es darum, dass einmal in diesem Zauberwald die Musik weg ist, der Geruch weg ist und die Magie weg ist. Und das, die Aufgabe ist es, dass die Kinder das alles wieder in den Zauberwald zurückholen. Und es ist wirklich total schön gemacht. Die Kinder hatten Spaß und es war total süß anzusehen. Und am Ende gab es sogar noch so kleine Diamanten zum Mitnehmen. Also wirklich, wenn ihr Kinder habt, geht auf jeden Fall da rein. Es ist super schön gestaltet. Auch in der Halloween-Zeit gibt es was ganz Besonderes im Peppa Pig-Land für die Kleinsten. Man kann da ein Meet and Greet machen, das kann man auch immer. Aber in der Halloween-Zeit hat Peppa Pig und George ein Kostüm an. Und das schauen wir uns doch mal an. Die Kostüme sehen schon richtig, richtig süß aus und die Zeiten, wann ihr Peppa Pig genau treffen könnt mit George in den Kostümen, seht ihr auf jeden Fall in der Heidepark-App. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal Hunger bekommen und wir werden jetzt hier beim Piratenburger was essen, weil da gibt es nämlich einen schwarzen Burger und den müssen wir auf jeden Fall mal probieren. Ja, ich habe mich jetzt für einen schwarzen Chicken Burger entschieden. Das Menü mit Pommes und einem Softgetränk kostet 13 Euro. Ihr kriegt hier, wenn ihr eine Jahreskarte habt, auf jeden Fall auch noch Rabatt da drauf. Und ich würde sagen, da werde ich jetzt mal probieren. Jetzt wird's lecker, jetzt wird's süß. Für die Kleinen gibt es hier was ganz Besonderes. Die Süßes, sonst gibt's Saures Karte. Und was es mit dieser Karte auf sich hat und warum man diese Karte unbedingt mit den Kindern am Service Point abholen soll, das erklärt euch die Vivi mal. Wenn ihr Kinder bis 12 Jahre habt, habt ihr die Möglichkeit, euch so eine Kärtchen abzuholen hier am Service Point, direkt neben dem Haupteingang. Und zwar, ihr habt hier Shops aufgeführt, einmal den Heidepark-Shop, die Schatzkiste und das Drachenzähmen-Shop. Da geht ihr dann rein, zum Beispiel einmal zum Heidepark-Shop, der ist direkt hier vorne, sagt Süßes, sonst gibt's Saures. Und dann kriegt ihr eine kleine Süßigkeit. Und das macht ihr bei allen 3 Shops. Dann kriegt ihr da so einen Stempel. Und am Ende kriegt ihr noch mal was Großes, das heißt eine größere Süßigkeit. Also Leute, wenn ihr nicht älter als 12 seid, macht das auf jeden Fall. Gratis Süßigkeiten, mega cool. Leider sind wir keine 12 Jahre mehr und müssen diese Karte jetzt hier wieder abgeben. Im ganzen Heidepark gibt es auch immer wieder die ein oder anderen Dekopunkte, passend zu Halloween und Herbstzeit mit Kürbissen und Stroh. Nicht nur Halloween-Dekopunkte gibt es hier, sondern auch Fotopunkte. Und zwar haben hier einige Hexen ihre Besen geparkt. Hier ist extra ein
Hexenstammtisch und ein Besenparkplatz. Richtig cool. Da kann man sich so einen Besen nehmen. Kann man wegfliegen. Wie cool. So, jetzt würde ich sagen, ich fliege jetzt los. Falls ihr das Foto sehen wollt, schaut auf Instagram vorbei. RealWeBing heißen wir dort und da haben wir das Foto hochgeladen. Glaube ich. Doch, ja. Halloween im Heidepark ist an jedem Freitag und Samstag bis zum 31. Da hat der Park sogar länger auf, bis 22 Uhr. Die Attraktionen bis 21 Uhr, die letzten Ansteh-Maces oder die letzten Zugänge zu den Maces ist um 21.30 Uhr. Welche Attraktionen genau wie lange aufhaben, schaut auf der Webseite da vorbei, da findet ihr die genauen Uhrzeiten. Es gibt auch einige Attraktionen, die schon um 17 Uhr zumachen und es ist total unterschiedlich. Aber zum Beispiel Colossus fährt auf jeden Fall bis 21 Uhr. Gibt es auch einen Mittelaltermarkt und zwar direkt da beim Wirtshaus des Admirals. Und ich würde sagen, hier schauen wir uns noch mal um. Hier gibt es Handwerkskunst, Sachen zum Trinken und natürlich auch zum Essen. Auf dem Mittelaltermarkt kann man auf jeden Fall mal ein bisschen rumstöbern. Das ist bei der Krake auch in dem Bereich. Und ja, selbst Kinderschminken gibt es hier. Und hier darf man zu Halloween auch kostümiert in den Heidepark kommen. Ziemlich cool. Gleich geht es los. Wir werden jetzt endlich die drei Maces besuchen. Nein, zwei Maces werden wir besuchen, weil einer hat leider aus personaltechnischen Gründen zu und hat nur am 28. 29. geöffnet. Und zwar ist das Obscuria. Die anderen beiden Maces, Subterra und Grand Hotel Morton, die haben jetzt geöffnet, jeden Freitag und Samstag. Und die werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Jetzt geht's hier im Heidepark so richtig los. Es ist 18 Uhr und die ersten Maces machen auf. Ab 16 Jahren sind die Maces, dürft ihr die dann besuchen. Und ihr müsst euch vorher online ein Ticket holen. Das kostet 5 Euro pro Mace. Wir werden jetzt als allererstes die Maze Subterra besuchen. Und zwar ist es ein Lost Place des Heideparks. Aber ich glaube, das könnte doch eine Falle sein. Ja. Wir schauen uns das Ganze mal an. Komm her! Herzlich willkommen! Komm nach vorne, komm nach vorne, komm nach vorne! Alter, wenn ihr so tanzt, wie ihr lauft, kommt ihr ja nie ans Ziel. Erwartet uns dort eigentlich? Ja, und zwar sehr viel Dunkelheit, sehr viel Nebel, Skagtas sind auf jeden Fall da. Und ja, das ist eine relativ ein Makeover wurde gemacht bei dieser Maze. Und wir fanden es eigentlich ganz cool. Allerdings war es leider, finde ich, ein bisschen sehr dunkel. Wir haben es ja vorhin noch im Hellen gesehen. Und so einige Details sind gar nicht so zum Vorschein gekommen. Aber wenn ihr Bock auf Dunkelheit habt und auf Skag, das seid ihr da auf jeden Fall genau richtig. Wir hatten heute Morgen die Möglichkeit, uns die Maze mal im Baulicht anzuschauen. Da sieht man so richtig die Details von der Maze. Und die Bilder wollen wir euch dann natürlich nicht vorenthalten. Was wir grundsätzlich machen in unseren Mazes, erstens das Material. So the material, this is all real, no fake. And we use ceilings in each maze. Here we had the luck that this is the ceiling of the building, but it fits to the maze itself. Yeah. So This is the typical barrel effect, lifting up and then bam, this is built by yourself. We can use the pneumatic system of the park. Also wir hängen hier an der Druckluftleitung vom Park. Wir haben 8 bar Druck in jedem Maze. Und kann deswegen auch solche Pneumatik-Effekte bauen. Wherever you might touch or put your hands against, it should feel real. Yeah. Wir waren schon ein bisschen inspiriert von Plattform 13. Yeah. Yeah. This is also an effect. Nee. Wow. Here in the basin we have 500 liter of water. They are pumped up here, flow down and are pumped back, so we have really floating water in here. And together with the sound, water drops and all that stuff, it's really like you are deep down in the sewer. Ja.
also für die Deko jetzt. Für die Deko jetzt, also das wirklich nochmal richtig, so richtig neu all einzudrecken, haben wir 2 Wochenenden gebraucht. Das ist meistens so, also die Mazes sind selten im ersten Jahr wirklich so, wie wir sie haben wollen. So Terra war noch, wir wollten es immer so dreckig haben, sie haben es aber nicht hinbekommen. Das heißt, in der ersten Saison war das so okay. Und dann ist jetzt das Deko-Team nochmal rein, hatte aber den Auftrag, macht es dreckig, verrottet und alt. Und das ist dabei passiert. Ich weiß nicht, wo die Fahrräder herkommen, aber... Das ist kurz von mir, das ist mein altes Kinderzimmer. Oh, okay. Because it's not intended to be built indoor. Oh. So all the screws are from the outside. It was really, really difficult to get it in here, but yeah, we managed to do it. But I wanted to have a steel tunnel, so... Das war auf jeden Fall schon super interessant, sich die Maces mal bei Helen anzugucken und auch so ein bisschen Background-Infos zu bekommen. Ist einfach so krass, wie viel Mühe da drin steckt. Das kriegt man halt so als Besucher, wenn man da halt durchläuft, einfach gar nicht mit. Falls ihr aber jetzt wissen möchtet, wo ist eigentlich diese Mace? Gegenüber von Flug der Dämonen. Ja, was sehe ich denn da? Wollte ich gerade zur Mace gehen, zur nächsten, und dann kommt mir hier so ein Schild entgegen. Glühtüt, wie geil ist das bitte? Heiße Cocktails und ein Glühwein und ein Kids-Tüt, also ein Kinderproduzent wahrscheinlich. Ich würde sagen, das probieren wir doch einfach mal. Wir haben uns jetzt hier von dem fancy Cocktailwagen uns einen heißen Cocktail geholt und einen Glühwein. Die sind hier in solchen Tüten und ja, auf jeden Fall zum Aufwärmen und schmecken auch richtig gut. 5 Euro hat der Spaß jetzt gekostet. Wir werden jetzt das Grand Hotel Morton besuchen. Es ist total fresh renoviert, alles ist sauber. Nicht wirklich. Es ist ein Horrorhotel. Und ich weiß gar nicht, haben wir 2 oder 3 Nächte gebucht, Kevin? Ich weiß es nicht genau, aber wir gucken da mal rein. Ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall wieder fresh rauskommen. Grand Hotel Morton, das beste Haus am Platz. Und unter uns gesagt, auch das einzige. Herzlich willkommen im Grand Hotel Morton. Wie ich sehe, haben Sie gar kein Gepäck dabei. Wie lange möchten Sie denn bleiben? Eine Nacht, eine Woche, ein Monat, für immer? Page! Jawohl! Wir haben Gäste. Na, die 20 ist auf der Etage. Sind Sie denn alle bereit? Soweit sind Sie gut angekommen. Ob Sie gut angekommen sind, frage ich. Ja. Schön. Wir fahren auf die 5. Da ist die beste Übersicht hier in dem ganzen Laden. Können Sie alles überblicken? Ich hoffe, das ist genehm für Sie. Das ist alles kein Problem. Das ist ganz normal. Huch, wo kommen Sie denn auf einmal her? Wie seid ihr denn hier reingekommen? Das ist meine Küche. Nein! Ihr verschwindet jetzt. Mein Gesicht! Nicht so lange noch mit. Lauf vielleicht, los! Hilfe, ihr müsst mich mitnehmen, bitte! Wie ist das dein Ernst? Ich habe meine Sachen gepackt und habe das Hotel direkt wieder verlassen. Da bleiben mir keine einzige Nacht. Es ist ja die reinste Gammelbude da drin. Bäh! Wenn ihr wissen wollt, wo diese Maze ist, die ist quasi am Ausgang von der Bobbahn. Und uns hat diese Maze richtig gut gefallen, weil es ist auch wieder ein bisschen Stationstheater. Es wird interagiert mit den Gästen. Und das finden wir halt besonders cool an Maces, wenn man nicht einfach nur so ein bisschen schreit und ein bisschen erschreckt. Hier ist eine richtige Story hinter und es hat uns sehr gut gefallen. Wir durften uns die Maze auch tagsüber anschauen, wo das Licht noch an war. Zwar sind da teilweise Requisiten von alten Attraktionen enthalten oder diese Küche, die einfach mal 300 Kilo wiegt. Da waren auf jeden Fall die ein oder anderen coolen Geschichten dabei. Zum Beispiel, dass die Tapete erst wunderbar angebracht wird, bevor sie dann wieder zerstört wird. Also wirklich krass, was dahinter steckt. Das kriegt man als Besucher gar nicht so mit. Wir haben dann eine Story geschrieben, so eine Lovecraft-Story von Frank H. Morton, der ein Hotel gebaut hat im 19. Jahrhundert, wo er Leute drin umgebracht hat. Dann wurde es geschlossen, weil die Polizei sagt, es verschwinden zu viele Leute. Und jetzt sind wir in den 20er Jahren und das Hotel wird eröffnet. Es ist also alles im 20er Jahre-Stil, auch die Kostüme habt ihr eben gesehen. Und heute wird das Hotel wieder eröffnet. Und wir sind die ersten Gäste, die da rein dürfen. Es ist natürlich alles renoviert, alles neu. Ja. Wirklich alles. So, das ist also hier das Hotel, wo die Leute dann begrüßt werden in der Rezeption. Dann kriegen sie ihren Schlüssel und müssen zu ihrem Zimmer. Genau, die neue Bettwäsche. Ja. Das Hotelzimmer. Und hier sieht man auch, wie wir sowas dekorieren. So, this is how we do the decoration. It's das normale Tapete. Mhm. Wir machen das also schön. Und dann machen wir es kaputt. Ja.
then we destroy it with fire or rip it down. Hier arbeitet dann die Putzfrau, die Wäschefrau, die schimpft, wenn man hier an die saubere Wäsche geht. Küche, das Ding hier wiegt 300 Kilo. Jetzt eine Real Stove, den haben wir von irgendeinem Bauernhof, wo der in der Garage stand, und den haben wir wirklich mit 8 Leuten. Den hier hoch. Aber dafür ist es auch recht stabil. Wir haben hier einen Boden verlegt. Wir achten also auch darauf, dass der an der Seite schön fest und sauber ist. Is mainly also this is from the old Wildwasserbahn 2. Ah. The final scene of the Wildwasserbahn, I don't know if you remember it. We have this Gasthof Szene. Mm-hmm. And yeah, this is from there. We also have all the animatronics from the Wildwasserbahn. Ooh. They're standing down in Obscuria. Even the big horse. Wow. Falls ihr keine Gruselfans seid, gibt es trotzdem noch einen guten Grund herzukommen. Ihr habt Nachtfahrten auf den Attraktionen. Der Heidepark hat ja leider keine Winteröffnung, deswegen ist eigentlich im Herbst die einzige Möglichkeit, zum Beispiel Kolossos, im Dunkeln zu fahren. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen und ich würde sagen, wir fahren eine Runde. Wasserbahnfahrten im Dunkeln sind echt ein Highlight. Besonders Kolossos mit dem Feuereffekt ist echt mega. Hat uns richtig Spaß gemacht, die Dunkelfahrt. Und ja, die Achterbahnen, seht ihr im Hintergrund auch, sind richtig schön beleuchtet. Und apropos Beleuchtung, es gibt hier auch so eine kleine Fontänenshow wohl im See. Und ich hoffe, dass wir noch die ein oder anderen Bilder einfangen können. Ja, das war die Fontänenshow. Sie läuft wohl mehrfach am Abend und auch wohl mit verschiedenen Liedern. Auf YouTube können wir euch natürlich nicht die Originalmusik einblenden, aber ihr habt auch gar nichts verpasst. Die Tonanlage war leider nicht so gut, war ein bisschen übersteuert. Die Fontänen ist eine nette Show, kann man sich mal anschauen, ist aber tatsächlich auch nichts Weltbewegendes. Hinter mir befindet sich die Maes Obscuria. Die hat in unserem Besuchstag zu. Am 28. und 29.10. könnt ihr die besuchen. Befindet sich gegenüber vom Lucky Land, eigentlich direkt neben Ghostbusters. Das ist ein verlassener Bereich des Heideparks. Dort befindet sich auch der allererste Kolossuszug. Also für Fans auf jeden Fall ein Highlight, sich diese Maze mal genauer anzugucken. Clowns-Theming ist mit drin und ich glaube, das kann richtig cool aussehen im Dunkeln. Also wenn ihr hier seid an dem Tag, schaut es euch im Dunkeln auf jeden Fall an. Ich glaube, das ist mega atmosphärisch. Wir haben leider nur ein paar Tagesaufnahmen für euch. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und da kommt die Atmosphäre in der Logik nicht so rüber, aber die blenden wir euch trotzdem mal ein. 12 Jahren, meine ich, geschlossen worden. Das ist der komplette Bereich bis zum Heidedorf vorne. Damals aus Lärmschutzgründen, dann sind die Attraktionen abgebaut worden. Hier vorne stand die Santa Maria, hinten Halligalli. Und wir haben das Ding dann wieder aufgemacht. Da hatten wir zuallererst die Zombie Escape drin und dann haben wir als Halloween Maze noch Obscuria dazu gebaut. Genau, also die Story ist, dass als der Heidepark eröffnet wurde, hier auch eine Freakshow mit drin war. Und das passte aber irgendwann nicht mehr, weil die Freaks komplett freakig waren. Und dann hat man die einfach eingesperrt und hier drin gelassen. Und die sind jetzt hier immer noch drin. Und die Gäste gehen dann jetzt hier rein. Den Park schon. Also ich bin gleichzeitig auch Achterbahn-Fan und zusammen mit zwei weiteren Kumpels, aber wir kennen den Park seit den 90er Jahren. Und irgendwann haben wir mal über Halloween geredet und die haben halt gesagt, wir haben ja auch so eine Halloween-Party, können wir nicht mal sowas machen wie in Amerika mit so einem Gruselhaus? Mhm. Und wir sagten, ja klar, machen wir. Und dann zack. Dann zack.
Die Maces sind nicht vom Heidepark selber. Für die Maces ist die Boo Crew zuständig. Das heißt, die Idee, das Konzept, alles Mögliche kommt von denen. Richtig, richtig coole Sache. Hier unten auf jeden Fall mal die Internetseite von denen verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Und wenn ihr selber mal denkt, boah, geil, Gag, da möchte ich sein, das ist auf jeden Fall auch die richtige Ansprechpartner für euch. Auch gerne mal unten vorbeigucken. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein großes, großes Dankeschön, dass wir Backstage uns angucken durften und dass ihr uns die Zeit, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt, obwohl ihr eigentlich echt gut im Stress wart. Vielen, vielen Dank nochmal. Sehr, sehr sympathisch. Hier gibt es natürlich auch überall Merch. Mega, mega schön. Ich finde die wirklich so, so toll. Kostet 50 Euro. Und die Tasse, die ist auch richtig toll. Schaut euch das mal an. 12 Euro. Das waren unsere Eindrücke hier vom Heidepark zum Halloween-Event. Uns hat das komplette Event ziemlich gut gefallen, besonders die Atmosphäre abends im Park, wenn die Attraktionen beleuchtet sind und die Nachtfahrten auf den Achterbahnen sind schon echt mega. Bei den Maces muss man sagen, zwei Maces sind da logisch ein bisschen wenig. Das wird aber auch in naher Zukunft noch ein bisschen ausgebaut in den nächsten Jahren. Man muss aber auch als Hintergrundwissen wissen, dass die ganzen Leute, die die Maces betreuen und machen, das ist quasi ein Verein und die machen das quasi freiwillig als Hobby neben ihrem normalen Job noch nebenbei. Wollen die bestimmt wissen, was unsere Lieblingsmace ist? Bevor die Frage in den Kommentaren auftaucht, beantworten wir sie doch hier. Und zwar das Grand Hotel Morton hat uns am besten gefallen. Einfach die Skagdas haben mega gut gespielt und diese ganze Storyline dahinter, das ist halt das, was wir persönlich generell bei allen Maces mit am besten gefällt. Und deswegen mochten wir die Maze am besten. Und das war's hier vom Heidepark tatsächlich. Ja, halbe Stunde noch, dann macht der Park zu. Und ich würde sagen, Zeit für uns ins Bettchen zu gehen. Bis dann, Henne. Tschüss.